Der Modellbahnkumpels, ist gerade was ganz Schreckliches passiert. Ich habe mein Handy im Zug liegen lassen. Und jetzt muss ich noch mal nach Großkarpeter fahren, um die Übergabe meines Telefons zu arrangieren. Es ist wirklich wahr, ich schwöre es euch. Es ist keine erfundene Sache. Ich sitze hier immer noch im Zug, RB20, und warte jetzt auf die Abfahrt wieder nach Großkarpeter. Ich muss sagen, wirklich Top-Team. Die haben sich wirklich darum gekümmert, dass ich das Handy bekomme, also dass das Handy gefunden wird und dass es nicht weggekommen ist. Ein Fahrgast hat es gefunden und hat es abgegeben. Es wurde gleich angerufen und ich durfte mit dem Zug jetzt von Großkarpeter nach Leipzig und das gleiche jetzt wieder andersrum nochmal nach Großkarpeter. Das heißt, ich habe dann dort eine Stunde Aufenthalt, weil der Zug aus Saalfeld, nämlich der RB25, der kommt ja erst 19 Uhr noch was oder 20 Uhr noch was. Hier bin ich dann 21 Uhr, dann wird er in Leipzig, also so Heckmeck heute. Ja, aber kann passieren. Ich war so vertieft in die Zugfilmerei von Leuna und so weiter, dass das passiert ist. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich sitze jetzt hier im Abellio, der dann losfährt, bald. Und das mit dem Handy, das war natürlich eine blöde Aktion. Ich war so vertieft, wie gesagt, dass ich das dort liegen lassen habe, auf dem Tisch. Wie gesagt, es wurde gefunden. Und wie gesagt, noch einmal, es ist nicht erfunden. Ich schwöre es euch, es ist so passiert. Denn warum sollte ich jetzt noch hier am Zug sitzen? Das ergibt keinen Sinn. Ne? Ich fahre doch nicht spazieren. Abends mit dem Zug, einfach so aus Spaß. Nee, ich muss jetzt zurück nach Großkarpeter und dort muss ich dann auf den RB25 warten, der dann aus Saalfeld kommt. Da wird mir mein Telefon wieder übergeben und dann fahre ich dann mit dem nächsten RB20 wieder zurück nach Leipzig. Dann bin ich 21 Uhr noch was zu Hause. Ja, das ist heute ein ganz schön stressiger Tag. Das war überhaupt nicht geplant, diese ganze Aktion. Und ich bin wirklich froh, dass das Handy gefunden wurde. Nochmal vielen Dank an das Team von Abellio und vor allen Dingen an diese Gastfreundschaft. Alles umsonst. Kaffee und Kekse. Top, gibt es überhaupt nicht. Ja, und als nächstes werde ich mich mal versuchen dort zu bewerben, weil die suchen dort Leute für das Catering. Ob das mir gelingt, weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall mal nachfragen, ob es möglich ist, da anzufangen. Also Kaffee ausgeben, essen und so. Durch den Zug gehen, Leute beraten. Man kann es ja versuchen, ne? So. Aber jetzt melde ich mich erst wieder, wenn ich in Großkarpeter bin. Vielleicht kann ich ja dort noch mal Züge filmen, denn immerhin habe ich ja dann dort eine Stunde Aufenthalt, bis der RB25 aus Saalfeld kommt. Gott sei Dank ist das Handy gefunden worden. Jens, Jens, Jens. Tja Leute, jetzt fahre ich wieder zurück nach Großkarpeter, um mein Handy zu holen. Ich hätte schon längst zu Hause sein können. Was soll's. So kann ich wenigstens.
ganz schön viele waren. Ja, hört es schon. Ja, Freunde, ich habe jetzt gerade noch den abfahrenden Silozug oder Schotterzug gesehen. Wir haben es jetzt kurz vor 20 Uhr. Ich warte jetzt auf den RB25, dass ich mein Handy wieder in Empfang nehme. Und dann werde ich mich schnellstmöglich wieder nach Hause begeben mit dem RB20 Richtung Leipzig. Und der Tag ist für mich heute erledigt. Ein Gutes hat die Sache. Ich kann hier noch ein paar Züge filmen. Und die Gastfreundschaft von dem Abellio-Team, die war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und auch das mit dem schnellen Kommunizieren mit dem anderen Zug hat wunderbar geklappt. Kann man nicht ändern, da bin ich halt mal ein bisschen länger heute unterwegs gewesen, aber wenigstens ist mein Handy gerettet. Dann hätte ich mir wieder ein neues besorgen müssen. Und da war ja auch noch mein Ausweis, mein Leipzig-Pass und drei andere Fahrkarten mit drin. Nämlich die neue Abo-Karte für den nächsten Monat. Die wäre dann auch fort gewesen. Das wären wieder 37 Euro zum Fenster rausgeschmissen. Ja, ja, gut. Schauen wir mal, was jetzt hier noch an Zügen vorbeikommt, bis der RB25 eintrifft. Und ja, dann werden wir ja sehen, wie das hier heute endet. Hier nochmal meine Uhr. Ihr seht, wie spät es ist. Ich denke, das sollte als Beweis reichen. Aber sowas kann schon mal passieren, wenn man mit dem Gedanken woanders ist. Ne? Jetzt ist hier Ruhe eingekehrt. Keine Menschenseele mehr am Bahnhof. Außer die Güterzüge, die ab und zu mal losfahren im Hintergrund. Passiert ja nichts mehr. Ja, klar, ich lasse das nochmal. Also. Als ich 16.35 Uhr. Das werdet ihr im Video auch sehen. Losfahre in Merseburg, war alles noch gut. Damit meine Kamera weiter nach oben kommt und man das Fenster, den Fensterrahmen nicht sieht, habe ich mein Handy drunter gelegt. Dann kam die Ansage, Großgorbeter, habe ich meine Kamera eingepackt und habe das Handy aber liegen lassen. Ja, so blöd muss man mal sein. Ne? Statt der Junge, der da neben mir saß oder mir gegenüber saß, sagte der, hey, hier dein Telefon. Hat er keinen Ton gesagt. Also bin ich natürlich ohne mein Handy ausgestiegen, ich habe es nicht gemerkt. Und dann wollte ich hier ein paar schöne Bilder machen von dem Bahnhof. Und als ich dann in meinen Rucksack greife, stellte ich fest, Scheiße. Du Rindvieh hast das Telefon dort liegen lassen. Ja. Ich habe eigentlich keine Chance gesehen, das Telefon wiederzusehen. Ne? Eigentlich ist in der Regel ein Telefon weg. Ich habe mich schon damit abgefunden. Aber als dann der RB20 einfuhr, bin ich dann so schnell ich konnte zu dem Bahnpersonal gerannt. Oder zu dem Catering-Service. Hab denen das geschildert. Der Schaffner, der Kontrolleur war sehr nett, hat sofort Kontakt mit den RB25 aufgenommen, also mit der Schaffnerin von dort. Die sollten noch gucken wegen dem Telefon. Und ein Fahrgast hat das Telefon tatsächlich an sich genommen, anscheinend nicht der Junge, sondern irgendein anderer, und hat es der Schaffnerin übergeben. Gott sei Dank. Ja, nun hatte ich das Problem,
Was machst du denn jetzt so? Gehst du den Weg über die ganzen Behörden? Wer weiß, wann ich dann mein Telefon irgendwann mal wiedergekriegt hätte? Denn in Saalfeld, da gibt es keine Fundbürostelle oder sonst was. Das wäre dann hier weitergegeben worden an die DB-Zentrale Leipzig oder Halle. Und mir wurde dann der Vorschlag gemacht, dann bleibst du einfach im Zug sitzen und fährst mit unserem Zug wieder zurück nach Großgorbeda. Den Vorschlag habe ich angenommen und bin natürlich mit dem Zug hier wieder zurückgefahren. Ihr habt es da vor uns gesehen. Als ich dann die Abfahrt gefilmt habe, war es 18.30 Uhr. Jetzt haben wir es kurz vor 19.30 Uhr. Ich muss jetzt also noch lange 45 Minuten warten, bis ich dann mein Handy wieder in den Händen halte. Und ihr könnt mir glauben, sowas denkt man sich nicht aus. Ja? An die Leute, die jetzt vielleicht denken, hier, das hat er sich da alles nur ausgedacht, für Klicks oder so ein Scheiß. Sowas habe ich nicht nötig. Warum sitze ich denn bitte schön dann jetzt noch in Großgorbeda hier und habe den RB20 durchfahren lassen, der nach Leipzig fährt? Oder warum bin ich denn dann nach Leipzig gefahren mit dem RB20, bin in dem sitzen geblieben und dann wieder zurückgefahren hier nach Großgorbeda? Das ergibt doch keinen Sinn. Nur für Klicks? Nur für mehr Reichweite oder was? Nee, sowas macht man nicht, Leute. Das machen vielleicht andere YouTuber, sich Geschichten ausdenken, aber das habe ich nicht nötig. Ja. Meine Geschichte ist echt. Und heute ist für mich wirklich der Tag gelaufen, das hatte ich schon gesagt. Zuerst habe ich mich verfahren. Oder sagen wir mal, zuerst kam ich nicht weiter wegen dieser blöden Brücke. Dann habe ich mich verfahren. Und dann war ich endlich in Merseburg, weil ich dachte, gut, hier kannst du ein paar Züge filmen und dann ganz gemütlich zurück nach Halle. Booster gucken, Schienenersatzverkehr. Und dann musste ich mir erst einmal was einfallen lassen, wie ich hier zurückkomme, von Merseburg nach Leipzig. Also bin ich über Großgorbeda und dann zurück nach Leipzig. Aber nochmal hierher. Also, ich sitze immer noch hier in Großgorbeda. Wir haben es kurz vor 20 Uhr. Und ich warte jetzt auf den RB25 für die Übergabe meines Telefons. Ja, da ist gerade einer durchgerauscht. Ich habe nicht gesehen, was für einer war. Der fuhr auch zum Leipziger Bahnhof. Aber der hält ja nicht. Hier hält nur der RB20 von der Belio. Ja gut, jetzt wisst ihr erst mal Bescheid. Sobald ich mein Telefon mit den Händen halte, werde ich euch darüber berichten.
fährt hier Ulam. Okay. Scheint nicht anzuhalten. Ich glaube, den habe ich schon gesehen. Gerade ist der RB25 durch, aber das war der falsche. Er kommt noch eine Stunde später, der nächste. Und dann hoffe ich mal, dass ich mein Handy wieder habe. Das kotzt mich echt an. Ja, so lange muss ich noch auf den Brandhof warten. Geht nicht anders. Dieser Stress heute, der reicht mir wirklich. Das kann ich euch sagen. Und wenn ihr denkt, dass ich das hier alles erfunden habe, fragt einfach bei Abellio nach, wenn ihr mir nicht glaubt. Ich habe echt die Schnauze voll. Das ist heute Tag gewesen zum Vergessen. Das kann ich euch sagen. Ich bin froh, wenn ich mein Telefon habe, wenn ich nach zu Hause bin. Und ab in der Heia. Der Tag ist für mich gelaufen. We'll be right back.
Ja, Leute. Und was kommt hier? Schalter oben auf die Uhr. Da kommt der RB20 und ich kann natürlich nicht mitfahren, weil ich auf den anderen warten muss. Wegen meinem Telefon. Ja? Scheiße. Das gesehen? Leipzig. Noch eine Stunde warten. Ganz toll. Ich hoffe wirklich, dass der RB25, der jetzt gleich zurückkommt, der Zug ist, wo mein Handy aufgehoben wurde. Dann muss ich mir auch irgendwann mal organisieren. Von meinen Kohlezügen. Ja, Freunde. Hier ist nochmal der Jens. Wir haben jetzt kurz vor 21 Uhr. Ich hänge hier immer noch einen Großkorbeter rum. Aber es ist nicht so schlimm. Ich habe einige Züge gefilmt. Darunter auch eine Lodi. Habt ihr ja gesehen. Aber ich muss euch sagen, ich bin froh, wenn ich heute zu Hause bin. Das kann ich euch sagen. Ich weiß, wie es aussieht, kommt jetzt was. Ich schalte gerade auf Gelb und unten drunter auf Grün. Schauen wir mal. Könnte sein, dass das was da vorne ist. Mal ranzoomen. Nö. Ich bin nicht bei der Stadt. Ah, da kommt's. Thank you.
Naja, eins wäre schon mit Sicherheit. Nach der Aktion besorge ich mir jetzt einen Abwehrjahr. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Aber so einen Zug werde ich mir jetzt organisieren. Dort könnt ihr ihn drauf lassen. Ich wollte sowieso noch einen zweiten Talent haben. Lustig wäre es ja jetzt, wenn der RB20, der jetzt kommt, genau der ist, mit dem ich schon dreimal gefahren bin. Das wäre wirklich zu viel des Guten. Na, da sind doch hier ICE-Lampen. Da kommt er. Ich denke, der wird hinschalten.
Und dann ist er verbrannt. Jetzt kommt mein Sohn.